Okay. Triton, Mond von Neptun. Ist extrem kalt. Es gibt aber Wasser. Ni ist das Nickel und Kobalt, nehme ich an. Boah, ist doch schön. Wollen wir da mal ein bisschen landen? Wie wäre es zur Karte? Ich kann jetzt einfach hier irgendwo... Erstmal können wir das Ding scannen. Übrigens. Ja. Analyse 86%. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel beschließen, dass wir einfach hier landen. Er sagt, es sind extreme Umgebungen. Ach, wir werden das schon hier hinkriegen. Wenn nicht, kann man ja neu laden. Eine extreme Umgebung. Krass. Also was ich jetzt natürlich gerne wüsste ist, sieht es auf Triton wirklich so aus? Oder stellen die sich das hier nur so vor? Diese Welt wirkt nicht gerade lebendig. Nein. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Was? Ich habe meinen jüngsten Schlafzyklus überlebt? Extreme solare Strahlung? Ach du Kacke. Okay, und extreme Kälte, also es scheint echt unangenehm hier zu sein. Vielleicht sollten wir uns nicht so lange hier aufhalten. Ich wollte eigentlich nur gucken, was es hier an Ressourcen rundherum gibt. Aber wenn wir jetzt hier ruckzuck total verstrahlt und tot sind, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Na, ich meine, noch geht's ja, oder? Wir haben noch keine gesundheitlichen Schäden davongetragen. Das ist die Hauptsache. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich mich jetzt hier begeben soll. Ich dachte, wir finden hier vielleicht ein paar Ressourcen. Wir müssen drei Ressourcen finden. Ah, hier, schaut mal, da ist schon mal was. Da wäre Nummer 1. Nickel. Sag ich so. Erstmal ab. Was ist da denn los? Okay. Das sieht ja aus, als wäre das hier sogar tatsächlich bewohnt. Es ist mal wie bescheuert. In so einer extremen Umgebung hier. Das ist jetzt die Frage, ob ich mich da reinwagen sollte. Da hinten ist aber auch irgendwas Interessantes. Gehen wir erstmal dahin. Allzu lange will ich mich hier eigentlich auch gar nicht aufhalten. In dieser absolut extremen Umgebung. Oh, hier ist was. Wasser! Sehr schön. Signale? Ja, Wasser. Achso, das ist ein Eisvorkommen. Das werden wir dann wohl eher wieder verschießen müssen. Ja. Zweimal Wasser, einmal Nickel. Pass auf mit deinen Füßen, dass ich hier nicht dich mit dem Laser treffe. Wie steht die denn hier? Das sieht ja ungesund aus. War jetzt der andere Ort? Weil das ist ja auch was. 450 Meter in die Richtung. Also, wohin man auch geht, es gibt irgendwelche Strukturen auf dem letzten unangenehmen Mond, den es gibt. Und trotzdem gibt es hier tatsächlich noch irgendwelche Strukturen. Die sind ja irre. Da frage ich mich natürlich, gibt es hier auch Monde oder Planeten, auf denen wirklich noch gar nichts ist? Also wo man wirklich der allererste ist, der das Ding betritt. Das würde ich gern wissen. Und natürlich will ich auch wissen, was das hier ist. Obwohl ich habe schon wieder schlechte, wie soll man sagen,
schlimme Vorahnung, dass das wieder irgendwelche Piraten sind, mit denen ich gar nicht klarkomme. Jetzt mal ein bisschen Wasser organisiert. Oh, hier ist noch was. Kobalt. Großartig. Wir haben den ganzen Mond schon erkundet. Bestens. Bestens, Leute. Okay. An dieser Stelle würde ich schon mal speichern. Und dann werde ich mich natürlich schon dahin begeben. Ich will einfach wissen, was das ist. Wenn das mir zu gefährlich wird, bin ich hier auch ganz schnell weg. Bei minus 210 Grad. Oh, Schwerkraft scheint nicht so hoch zu sein. Das ist ja cool. Ist das eine Landeplattform? Boah, schaut euch dieses Panorama hier an. Das ist ja geil hier. Das ist der Neptun, oder? Wartet mal, man konnte doch irgendwie den Fotomodus anmachen. Wow. Schaut mal, da kann ich jetzt krasse Fotos schießen. Kameratyp frei, orbital. Selfie. Ich kann Selfies machen? Ist ja geil. Okay. Sichtfeld. Machen wir mal ein bisschen größer. Ah, nee, Sarah ist wieder im Weg. Dann kann ich... Galerie? Achso, ich kann es hier noch ein bisschen drehen. Das ist ja cool. Schärfentiefe? Ein? Nein, Gottes Willen, bloß nicht. Spieler zeigen? Helligkeit? Filter? Boah. Mercury-Ära? Gemini-Ära? Apollo-Ära? Staubig? Binär? Astral? Ich bin begeistert. Blut unterlaufen. Das wird ja immer geiler hier. Okay. Und was habt ihr heute so gemacht? Ach, ich habe fotografiert. Das hört ja gar nicht mehr auf. Aber es, also irgendwie ist das doch cool, oder? Ich mache jetzt hier mein Foto. So. Gut. Genug fotografiert für heute. Ich will da irgendwie rein. Kommt man hier unten vielleicht durch? Das sieht irgendwie aus, als wäre das ein Eingang. Oh ja, Tatsache. Sogar mit Fahrstuhl. Was für ein Luxus. Der Doktor sagt, da kann man alles ändern, aber den Einstellungen geht's nicht. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Aber gut, das sind halt nur Standbilder. Geil, oder? Hammer. Hammerbilder. Also das muss man natürlich dem ganzen Ding schon lassen. Das ist schon ziemlich cool. Also wir haben hier überhaupt keine Deckung. Wenn hier ein Pirat ist, dann... Ein Schwarmling? Was ist denn bitte ein Schwarmling? Verlassene Mining-Plattform. Oh, das sieht nach einem Tier aus. Hier gibt's Tiere. Okay. Wollen wir vielleicht mal eine andere Waffe ausprobieren? Ich habe hier zum Beispiel die Equinox. Das Ding sieht gefährlich aus. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay. Schön, Kosmetikum. Dass du die Drecksarbeit übernimmst. Ich habe Kosmetikum daraus bekommen. Okay. Okay. Gut, war das jetzt alles, was mich hier kümmern muss? Vor allem frage ich mich, wie kann denn hier bitte Leben sein in dieser extremen Umgebung? Das kann doch gar nicht sein. Wie ekelhaft. Oh. Susanne Kaufmanns Datenslate. Hier spricht erster Bohrarbeiter Kaufmann auf dem Landedeck. Die Plattform wurde angegriffen.
angegriffen. Von was? Es gab eine Explosion. Die Plattform wird von irgendwelchen Viechern überrannt. Oh Gott. Sie sahen aus wie Krustentiere. Aber sie waren zu schnell, um es genau zu sagen. Ich musste fliehen. Oh nein. Außer mir hat es niemand rausgeschafft. Im Generatorraum hämmert jemand gegen die Tür, weil er raus will. Ich kann da nicht wieder rein. Oh Gott, was für ein Drama. Oh Gott, heißt das, dass das ganze Ding voll ist mit diesen Dingen? Dass wir dann einen Haufen von diesen komischen Krustentieren drin haben? Dann sollte ich mir das vielleicht wirklich nochmal überlegen. Da ist ein Kaffee, der muss doch längst vereist sein. Okay, Leute. Ich gehe auf Nummer sicher, ich werde das Ganze schnell speichern. Und dann... Oh, ich habe irgendwelche Statussachen. Der Anzugsschutz ist aufgebraucht. Umgebungskälte und solare Strahlung. Oh, da muss ich dann irgendwas gegen unternehmen demnächst. Jetzt ist die Frage, nehme ich vielleicht mal eine andere Waffe? Zum Beispiel diese Grendel hier. Ich weiß nicht, ob die was bringt. Vorsicht. Okay. K4. Was, Argos? Waren wir nicht bei Argos Extractors? Sind das nicht quasi Kollegen von uns? Das müssen wir jetzt noch klären. Oh krass. Die haben hier ganz schönes Gemetzel angerichtet, diese Agro-Viecher. Mein eins. Was hier auch passiert ist. Die Crew der Plattform hatte offensichtlich keine Chance. Ja. So kann man das wohl sagen. Die hatten keine Chance. So, was haben wir hier noch so? Spaghetti. Klar. 24. Jahrhundert, was haben wir noch? Spaghetti. Kann man bei diesen Automaten eigentlich noch irgendwas bekommen? 105 Credits? Ah, oh scheiße, jetzt habe ich 105 Credits entfernt. Das wollte ich gar nicht. Ah, was für eine Verschwendung. Naja, sicher gut, ist da was Praktisches für uns dabei. Ja, bestimmt. Hoffentlich haben die hier ein paar Medipacks. Ich sehe schon kommen, dass ich hier gleich wieder drauf gehe. Da ist ein bisschen Munition. Kaffeeverpackung. Naja gut, Kaffee kann ich jetzt roh nicht essen. Okay, die Sicherheitstür lassen wir erstmal sein. Gehen wir erstmal da lang. Oh Gott, guck mal, da sind welche. Mehrere. Noch haben sie mich nicht bemerkt, offenbar. Schön vorsichtig. Also wenn ich da gleich durch die Tür durchgehe, dann geht natürlich das große Gemetzel los. Davon können wir ausgehen. Okay. Schön mutig. Oh Gott. Dann mal los. Das Nachladen dauert viel zu lange hier. Puh. Puh. Okay, also das ist nicht so ganz die richtige Waffe für mich, würde ich sagen. Wenn das Nachladen so lange dauert. Wir könnten... Wobei, so schlecht war es eigentlich auch wieder nicht, oder? Ich meine, wir haben ein paar Mal draufgeballert und dann waren die weg. Auf jeden Fall noch mindestens eine grob in dieser Richtung. Fressen die Menschen? Vermutlich, ne? Schön vorsichtig.
Oh, da. Sie haben mich entdeckt. Erledigt. Ja, komm schon. Ha, hab einen erwischt. Oh Gott. Im Moment erwischt mich eher irgendwas hier. Ich muss mal kurz meine Waffe ändern. Ich nehme jetzt wieder die hier, dann komme ich besser klar. Los geht's. Ja, dachte ich zumindest. Okay. Boah, was für ein Chaos. Ich laufe mit so viel Last. Überraschung, Überraschung. Sarah, komm mal her. Wir müssen zurück mal kurz zur hier Loge, reden. Oder? Hast du was für mich? Nee, nix zurück zur Loge. Du kriegst jetzt erstmal einen Haufen Zeug von mir. Wie wär's mit? Wie viel Cutter habe ich von denen? Ach du liebes Bisschen. So viele muss ich ja nun auch wieder nicht mit mir rumschleppen. Die Grendel nutze ich eigentlich alle gar nicht. Modifizierte Grendel höchstens. Andererseits habe ich da noch andere. Also weg damit. Anzüge. Einer reicht eigentlich. Rucksäcke, Helme. Ach, das war die Geschichte. Der ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dieser hier. Thermal plus 10. Naja. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Weiß zwar nicht, worauf sich das jetzt bezog, aber sicher. Ein anderes Mal. Gut, wir sind noch verborgen. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass da immer noch was ist. Da unten sehe ich jetzt nur Leichen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas auf uns wartet. Sieht nicht so aus, oder? Credits. Er hat einen interessanten Anzug an. Boah, wie grauenhaft ist das denn? Tja, Leute, der Weltraum ist gefährlich. Oh, ist das gefährlich. Hier ist eine Tür. Ein Overall. Unterkühlter Magnet. Was auch immer das bedeutet, du bist im Weg. Ah, Sarah. Du stehst im Weg rum. Oh, ein Helmständer. Können wir das kaputt machen und dann komme ich an den Helm ran? Nee, ne? Schade. Nee. Tablet. Nope. Gut, hier scheint nichts weiter zu sein. Hier unten liegen noch ein paar tote Crewmitglieder. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. War was Wertvolles dabei? Ja. Credits. Credits waren dabei. Lagerkiste, noch mehr Credits. Splittergranaten. Alien-Kebab. Mhm. Was es nicht alles gibt. Nee, aber das scheint alles zu sein. Reicht ja auch. Oh, Kobalt? Nee. Ja. Also die gute Neuigkeit ist, wir haben jetzt irgendwie Kosmetikum bekommen. Ich glaube, das brauchte ich für irgendwas. Ach, scheiße, Leute. Da ist ja noch was. Da war ja noch was mit dem Secure Access, oder? Oder komme ich da gar nicht durch? Kommt man da irgendwie durch? Da muss man irgendwie durchkommen. Wie kommt man denn da hin? Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Systemfehler. Von hier draußen vielleicht?
Ja, wie soll man da rankommen? Also da hinten sieht man ja irgendwas. Da ist irgendwie eine Tür offen. Exit. Vielleicht kommt man von da aus irgendwie ran. Und hier geht's ja nicht durch. Okay. Da vielleicht? Wie komme ich da hoch? Kann ich da irgendwie hochspringen? Oh ja. Das funktioniert tatsächlich. So, sicher ist sicher. Schön vorsichtig. Hier ist aber nichts weiter. Umso besser. Isotopisches Kühlmittel nehmen wir mit. Diese Lagerkiste ist leer. Toxin. Das ist immer eine gute Sache. Und Hühnchen. Ach so, hier hätte man quasi den Schalter umlegen können, um die Tür aufzumachen. Ist ja jetzt dann nicht mehr nötig. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Stopp. Ach du Kacke, was ist denn das? Das sieht ein bisschen bösartiger aus. Halt, stopp ich. Ach du Scheiße. Die Schwarmschwester? Oh Gott, das sind gleich zwei? Okay. Guten Abend, Circle of Paradox. Du bist gerade rechtzeitig zu meiner extrem krassen Action hier. Ah, ja, das geht für mich gleich böse aus, ehrlich gesagt. Aua! Ich komme gar nicht zum Nachladen. Ah! Von da hinten werde ich angegriffen, das gibt's ja nicht. Boah, wie viele sind denn das? Leute, da komme ich... Das kann ich nicht gewinnen. Das sind zu viele. Wir werden hier mal ganz schnell zu unserem Schiff zurück. Ich kann nicht während des Kampfes reisen. Shit. Okay. Ich bin erstmal hier oben. Alter Falter. Habe ich keine Schrotflinte oder einen Flammenwerfer? Das würde sich wahrscheinlich jetzt echt rentieren, ne? Ich hab sowas, glaube ich, nicht. Warte mal, was habe ich denn hier? Solistis? Nee. Rettungsarzt Coachman. Das ist eine Schrotflinte. Aber das ist jetzt halt nicht so die Fernwaffe, ne? Die schmeißen mit Gift um sich. Die beschießen mich mit Gift. Okay. Ich habe hier keinen Schutz. Kill it with fire. Ja, das wäre schön, wenn das gehen würde. Wo sind sie denn, die ekelhaften, widerlichen Viecher hier? Ja, ist halt ein bisschen ein Problem, wenn man nur zwei Schuss hat pro Ding. Puh.
Puh. Das ist mir ein bisschen zu heftig hier gerade. Aber ich kann hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr weg. Habe ich noch irgendwas anderes? Man kann doch irgendwie auch mit... Wie heißt denn das? Mit diesen Dingern schießen, mit diesen Splittergranaten. Die gibt's doch auch noch. Auf die Entfernung eher ein Gewehr, ja. Habe ich sowas? Distanz 20 natürlich nicht so besonders, Distanz 50 schon besser, hat aber nicht so viel Schaden. Was für Living Stones Pistole? Laserpistole, weiß nicht, ob die so hilfreich ist. Distanz 40. 150 Schuss auf einmal. Wir probieren was mit der hier. Ja. Aua. Das war wieder das Gift. Ganz schön giftig, die Dinger. Ich habe auch nicht mehr so viel Schuss damit. Die Rettungsaxt, ja. Die wäre vielleicht gegen die Kleinen noch einigermaßen hilfreich, aber gegen die Großen? Keine Chance, oder? Ich meine, Emily scheint sie meine Anwesenheit zu vergessen, aber... Oh, scheiße. Okay. Jetzt bin ich richtig am Arsch. Ich habe keine Schuss mehr. Ich bin so gut wie weg. Ich habe keine Chance mehr, glaube ich. Das war's. Das war's, Leute. Gottes Willen. Was hat denn hier noch eine vernünftige Distanz? Und viel Schaden am besten. Sir Livingstones Pistole. Weiß nicht, ob die jetzt hier das... Ja, das war's. Wenig überraschend, die Dinger sind zu heftig. Da habe ich einfach nicht die richtigen Waffen. Oh, toll. Na toll. Dich mache ich platt. Ach, komm. Also nach oben haben wir es schon mal geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Diese Schmerzen, sagt sie. Oh Gott. Der beschießt mich doch hier gleich wieder mit Gift. Das sehe ich doch schon wieder kommen. Ja. Oh Gott. Oh. Was zum... Der Doktor hat bisher auch noch kein Scharfschützengewehr im Spiel gefunden. Ich hoffe, das kommt noch, ja. Schön wär's. Dann mal los. Ja, dann mal los ist gut. Ich muss erstmal hier hochkommen. Okay. Ach, gut, wir haben es geschafft. Wir sind erstmal hier oben. Das ist schon mal gut. Während Sarah sich hier einen abbackst, gucken wir mal, ob wir eine vernünftige Waffe haben. Also Distanz 50. Distanz 40. Die war ja an sich nicht so verkehrt. Ich habe nur halt dummerweise nicht so viel Schuss damit. Wenn ich wieder mal voll erwischt stehe. Jetzt warten, bis wir uns jetzt hier wieder ein bisschen beruhigt haben. Na? Okay, Nummer 1 ist weg. Aber, ey Leute, das sind auch etwa 100.000. Und das andere Ding hat sich jetzt irgendwie auch hier nach oben gerettet. Das gibt's ja nicht. Shit. Okay, jetzt wollen wir den ersten schon mal weg haben.
Was ist das andere große Vieh? Wo sind denn die großen Viecher? Der ist mir aus dem Weg gegangen. Das ist nicht gut. Oh, da kommt er. Also, wir haben noch so ungefähr 30 Schuss. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ey, wo ist denn das Ding jetzt? Das ist irgendwie unter mir, oder? Molotows klingen jetzt auch nicht so schlecht. Ja, ich habe leider noch nicht verstanden, wie man die verschießt, aber ansonsten, ja, klar. Wäre nicht verkehrt. Ach, da hinten, schaut mal. Da hinten ist er. Ja, das war's mit dem. Das war die Munition. Was haben wir denn sonst noch so? Muss jetzt nicht mehr ganz so die krasse Reichweite haben, weil der ein bisschen näher gekommen ist, freundlicherweise. Feuerrate 67. Ich war auch nicht so viel Schuss. Das macht nicht so viel Schaden. Das hat der hier eigentlich auch nicht gehabt. Könntest du mal mit der Sidestar probieren. Die hat aber keine hohe Distanz. Das ist nicht gut. Distanz 50. Probieren wir die Equinox. Wo ist er denn jetzt wieder? Okay. Das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Wo ist er denn? Also das Gift muss irgendwie echt übel sein, dass der hier verschießt. Gibt's sowas im Spiel? Ja, es gibt Splittergranaten, soweit ich weiß. Schaden pro Kugel. Wenn du 50 reinjagst, ist das schon gut Schaden. Ja, das stimmt. Okay, das war der zweite. Jetzt haben wir nur noch die Kleinen, glaube ich. Nee, da... Ist das das tote Ding, das ich da gerade hinten rumfliegen sehe? Okay. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo die ganzen kleinen Viecher sind. Sind die alle in der Richtung? Ich muss jetzt hier mal kurz... rumspazieren. Okay. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Ja. Um Himmels Willen. Also die Dinger sind irgendwie übel. Man muss sie ausrüsten, dann geht Werfen mit rechter RB. RB ist rechter Button. Okay. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen, Leute. Uah! Gottes Willen. Ah. Also ich bin irgendwie kurz davor, hier wirklich... Scheiße. Das gibt's ja nicht, Mann. Auf einmal sind die wieder da. Okay. Bitte sag nicht, dass du das essen willst. Nein, essen will ich's nicht. Aber man kann doch bestimmt was Tolles daraus machen, oder? Ich überlege gerade, ob ich nicht wirklich die Rettungsaxt in die Hand nehmen sollte, weil die sowieso mich immer im Nahkampf angreifen.
Dann mache ich die mit der Axt nieder. Als nächstes. So, die kam von da hinten. Das habe ich genau gesehen. Ah, hier sind sie. Gut, den einen oder anderen kriege ich ja vielleicht noch von der... aus der Entfernung. Ich mit Sir Livingstones Pistole. Oh Gott. Ja, gut, also wir nehmen die Axt. Aber das war eigentlich äußerst effektiv, muss ich sagen. Also, das war gar nicht so schlecht mit der Axt. So, da muss aber noch irgendwo einer sein. Da vorne. Keiner weiß wo. Ach, da vorne rennen noch welche rum. Kommt nur her. Das ist nur das Ziel. Okay, ich bin schon wieder fast draufgegangen. Oh nein, das war doch nicht so effektiv. Okay, also das mit der Axt ist auch nur so semi-gut. Gut. Nächster Versuch. Geht der Laser nicht dafür, ja. So sehen die also von innen aus. Ja, das wollten wir unbedingt schon mal wissen. Der Laser geht grundsätzlich schon, Tester, aber ich war nicht schnell genug mit der Waffe. Deswegen dachte ich, vielleicht könnte ich mit einem Axthieb das besser hinkriegen, aber das hat nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben. Am Anfang dachte ich noch, es wäre ein guter Plan, aber es war doch keiner. Ah, da hinten sind sie. So. Okay. Erledigt. Scheiße. Die können auch noch gut klettern, so eine Scheiße aber auch. Ha, komm her. So, weg damit. Das war Nummer 1. Da müssen aber noch mehr sein. Was zum Verschwunden? Die sind verschwunden? Nee, da sind sie doch. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Ja. Also ihr seht schon, ich bin eher so der Sniper-Typ. Aus der Ferne fühle ich mich dann deutlich wohler. Tester fragt, ob der Controller sinnvoll ist, nicht lieber mit der Maus. Nee, nee. Kann man machen, aber muss nicht. Sicher ist Zielen mit dem Controller immer ein bisschen schwieriger. Aber es hat auch seine Vorteile. Also die ganze Steuerung, die ganze Sortierung hier ist eigentlich auf Controller ausgelegt. Das merkt man schon. So. Soweit speichern wir jetzt erstmal. Dass hier nicht gleich wieder ein Unglück gibt. Ich bin übrigens schon wieder... ganz schön mitgenommen. Da vorne, genau, da sind noch welche, seht ihr? Den treffe ich nur dummerweise auf die Entfernung nicht. Okay.
was nicht gut, wenn sie es erwischt hat. Wie sind denn das noch, ey? Ich muss mal wieder hier auf mein Ding drauf. Ha, du bist lächerlich. Versuch's euch. Weg damit. Ach, da ist noch einer. Wow, geht. Was ist denn das hier? Gott, die fliegen hier so durch die Gegend und ich denke immer, ich muss die nochmal abballern, weil die so auf mich zugehen. Also ich würde sagen, wir haben jetzt wenigstens genug Kosmetikum. Für was auch immer. Waren das jetzt alle? Man hofft, ne? Zeigt uns wenigstens nicht mehr an, dass da noch welche sind. Und wir haben ja noch die große Leiche irgendwo, glaube ich. Ich habe ja noch mal irgendwo einen erledigt. Hier, den da. Den müssen wir auf jeden Fall noch plündern. So. Ist hier noch was? Oh Gott. Da ist noch was, oder? Antibiotika. Ja, Antibiotika. Naja gut, es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur Leichen sind, die hier hinten liegen und gar keine Gegner. Ja, das ist auch ein Crewmitglied. Das sieht nach Crewmitgliedern aus. Okay. Das ist ja dann okay. Hier hat die Crew wohl ihren letzten Kampf ausgetragen. Ja. Aber wie konnte überhaupt jemand in die Plattform gelangen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wie sind diese Dinger überhaupt hier raufgekommen? Und vor allem, was sind denn das für Kreaturen, dass die das hier überhaupt überleben? Oh. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir irgendwie vage bekannt vor. Naja, gut. Gehen wir mal ein bisschen schneller hier lang. Den haben wir schon. Wenigstens ein bisschen Munition zurückbekommen. Credits. Uran, klar. Oh, ich bin schon wieder zu voll. Überraschung. Nun gut. Da liegt noch einer. Das erste Hilfeding ist schon leer. Schade drum. Gibt's hier oben noch was? Lohnt sich das, das hier nochmal zu untersuchen? Oh nein, da oben sind noch welche. Oh Scheiße. Oh, Scheiße. Ich dachte, ich wäre hier fertig. Aber es stellt sich raus, hier sind noch welche. Nein, ich depp. Und ich habe zu viel Zeug. Oh Gott. Das ist wieder so ein Ding. Komm nur her. Die Schwarmmutter? Um Gottes Willen. Die können auch noch fliegen, oder was? Oh, ich hätte abhauen sollen. Mir ist der Appetit ver- Ich hätte abhauen sollen, Leute. Du bist tot. Im Moment sehe ich nur einen, der hier tot ist, demnächst. Und das bin ich.
Weil ich nämlich auch viel zu voll bin. Ich muss jetzt irgendwelche Sachen hier ablegen, damit ich mich überhaupt vernünftig bewegen kann. Zum Beispiel diese ganzen Cutter. Da werden wir jetzt den Großteil von los. Brauche ich eh nicht. Explosives von sich. Diese doofe Mutter. Was? Ich habe übrigens fast kein Leben mehr. Was zum? 13 Schuss. Ja. Regeneriert 20 Gesundheit plus 100 Schadensresistenz für 12 Minuten, das klingt gut. Ist jetzt allerdings auch nicht gerade die Welt. Wenn ich jetzt hier unten einfach warte und die sich nicht mehr für mich interessieren, kann ich dann wegteleportieren? Weil ich dann nicht mehr im Kampf bin? Ach, sie haben mich wieder bemerkt. So eine Scheiße. Kann ich vor dem Kampf einfach fliehen? Wow! Ach du Schreck. Das ist der reinste Weltraumhorror. Oh nein, die Schwarmmutter ist hier runtergekommen. Und ich habe hier keinen Schuss mehr. Ups! Oh, die ist hier einfach abgestürzt. Das gibt's ja nicht. Können wir mit der Schrotflinte was ausrichten aus der Nähe? Ich meine, ich bin eh fast tot. Ja. Mami ist böse. Das glaube ich allerdings auch. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich natürlich hier gespeichert. Ich verstecke mich jetzt hier unten. Wir sind bei Vorsicht angekommen. Mit etwas Glück nehmen sie mich gleich nicht mehr wahr. Jawohl. Oh. Okay. Karte. Ach, was? Ich bin immer noch im Kampf. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht im Kampf. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf, oder? Du kannst nicht schnell reisen, wenn Gegner in der Nähe sind. Hm. Wer sagt denn, dass hier Gegner in der Nähe sind? Ich mich hier irgendwie noch mal verstecken, einfach wegrennen. komme ich jetzt hier weg? Nee, es sind immer noch Gegner in der Nähe. Nicht mehr, zum Teil sehe ich das ja auch irgendwo ein. Ach Gott, das ist Sarah. Ich dachte gerade, das wäre wieder so ein widerwärtiges Vieh. Jetzt komm. Wenn wir uns hier weit genug wegschleichen, dann können wir hier weg, oder? Sehen wir es nochmal? Ah, jetzt trage ich zu viel. Irgendeine Ausrede hat er doch immer, oder? Gut, wir lassen jetzt die ganzen Cutter hier rumliegen. Jetzt, oh mein Gott. Puh, ja Leute, mir war das jetzt einfach zu viel mit denen.
Das war mir einfach zu viel. Ich habe auch keine Midi-Packs mehr. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Ist natürlich jetzt auch ein Problem, wenn wir andere Planeten hier erkunden wollen. So ganz ohne Medipacks wird die Sache ein bisschen schwierig. Wenn wir schon alles auf dem Triton verballert haben. Puh. Nun gut. Wohin mit uns?